So, hallo, wir machen weiter bei Jan 2. Letztes Mal haben wir die ganzen Level erledigt, vor denen wir Angst hatten. Ne, eines fehlt noch, das in der Special World. Verflucht. Aber, jetzt sind wir erstmal im Byugyeong Hotel. Ich habe keine Ahnung. Oh nein, das ist ein Puzzle. Wie lange uns das aufhalten wird. Und schon weiß ich es. Oh je, mal gucken. Mal hoch. Was uns so Hübsches erwartet. In Morsels Hotel. Also wenn Morsel ein Hotel hätte... Hi. Wenn Morsel ein Hotel hätte, ich würde nicht dort übernachten. So, und offensichtlich kommt an allen Stellen, wo dieses grüne Zeug ist, kommt Chucks rausgeschlüpft. Ja, geschlüpft ist gut, aber... Ne? Achso, und ich muss dann immer, okay, ein bisschen warten, bis die kommen. Ja, gut. Und da muss ich aber jetzt schnell sein. Ah, die Musik ist halt großartig, wenn man sie hören könnte, wenn ich nicht so viel laden würde. Ich will die Musik ein bisschen hören. Wir hören jetzt ein bisschen die Musik. Ist mir egal. Jo, was? Ja, aber happy jetzt dann weiter. Ich sehe, dass sie da rausspringen, aber wie komme ich lieber? Was nützt mir das, wenn die da rausspringen? Muss ich die erstmal alle überleben und dann passiert irgendwas Tolles? Oh, ach so, ja, tatsächlich. Einfach überleben, okay. Das habe ich ja nicht gerafft. Und das einfach überleben ist auch gar nicht so einfach. Aber verstanden jetzt, was das Konzept hier ist. Das hier nämlich. Au. Okay. Da hüpfe ich jetzt irgendwie so, dass der... Ja, so nämlich. Eieieiei. Okay. Nein. Was auch immer das für ein Hotel ist, aber... Yo. Ach, ach so, ich muss direkt... Ah ja. Nein, da darf ich eben nicht landen. Das war gerade richtig am Anfang. Okay, immer mittig und dann... Uiuiui. Also klar, es sind Indikatoren da, aber die kann ich viel zu langsam. Das, so schnell kann ich gar nicht reagieren. Aber coole Idee. Da kommen die Schwänze noch hinterher. Ja, moin. Darunter. Ist der jetzt unten? Natürlich nicht. So, du musst darunter. Ich hinterher. Easy. Nein. Spring über mich. So nämlich. Oh, habe ich ihn erwischt? Yes. Okay, passt.
Morse-Level einfach, ne? Uff, okay. Und jetzt haben wir den Kreis hier gemacht. Haben wir noch irgendwo was ausgelassen, außer in der Special World? Mir fällt so spontan nichts mehr ein. Starod meine ich natürlich. So. Was haben wir denn jetzt hier alles ausgelassen? Wait, was war hier drin? Ach, was war das hier für ein Ding? Cabin Fever. Dann waren wir wohl noch nicht in Cabin Fever. Cabin Fever. Sehen wir irgendwo, dass wir die Exits haben? Ich meine aber, die habe ich gemacht. Ne? Das habe ich alles gemacht hier. Ja. Das hier habe ich noch nicht gemacht. Weder die eine noch die anderen Exit. Keinen einzigen. Weil der halt auch. Ja, hier, das ist... Die Taste, mit der ich renne, ist die Taste für die Zunge. Okay. Ah. So, wir wollen die Shell. Das heißt, was wir tun müssen, ist, wenn es hier fällt. Huch. Und davon kriegen wir. Wait. Ach, die fällt jetzt immer wieder. Ah, das geht ja dann sogar klar. Ach, Yoshi steht falsch. Jetzt raff ich erst, was mein Problem ist. So. Und jetzt kommen wir hier zum ersten Abschnitt. Das ist der einfache Weg. Es gibt noch einen Kaiserweg. Ja, habe ich verstanden. So, Yoshi kann ich nicht weiter bewegen. Oder ich muss groß werden. Das heißt, ja, das ist jetzt alles noch ganz simples Zeug, ne? Current Puzzle heißt, wenn ich jetzt sterbe, komme ich an der Röhre raus. Stell ihn mal hier hin. Ich weiß es nicht. Oh, das war wahrscheinlich falsch. Nee, das steht da richtig. Passt schon. Aber er muss in die Richtung gucken. Gut. Nice. Und jetzt ist die Röhre, die ausgelöst ist. Ah, nice. Dann können wir das ohne Stage spielen. Solange es geht. Klar. Ah, jetzt muss ich dafür sorgen, dass sie nach unten drücken kann. Sonst kann Yoshi die Shell nicht essen. Okay, da muss ich schnell da oben sein. Verstanden. Im Wasser kann ich nicht nach unten drücken. Nur hier ganz kurz. Null.
Das ist eine coole Idee. Allgemein, dieses Puzzle ist voller guten Ideen. Na, also das... Ich werde zwar bei dem Kaizo-Teil dann enorm schimpfen, aber die Ideen sind halt großartig. Ach, ich muss warten. Okay. Schlecht getimt. Bidim. Yoshi muss da oben stehen. Was will der Chuck? Was? Ach, den brauchte ich, um Yoshi zu treffen. I see. Oh, jetzt kann er die nicht... Ah, die kann er nicht essen dort, okay. Das heißt, einmal so. Und jetzt muss ich noch groß werden. Verstanden. Schade. Okay, vielleicht sowas würde ich dann doch zurückspulen, ne? Solche Timing-Sachen. Das müssen wir nicht nochmal spielen. Wenn ich das Puzzle verstanden habe und nur das Timing verkacke, das würde ich dann doch zurückspulen. Oh. Interessant. Ach so. Nee, der kommt nicht wieder hoch. Hätte ich schneller sein müssen wahrscheinlich jetzt, ne? Ach, oder meine... Ah, vielleicht so. Ne, also den zweiten kriege ich beim ersten Mal nicht, glaube ich. Nee, okay. Muss dann nur so... Ja, okay. Jetzt kommt er wieder runter. Lol, das ist ja voll gut. Jetzt kommen hier die Yoshi ran. Nice. Hui. Okay, cool. So. Okay, das ist nur zum Töten. Die rote ist ja sicherlich... Ah, für den Fisch. Okay, die rote ist für den Fisch. Ah, ich krieg Yoshi gar nicht da raus. Verstanden. Okay, ich glaube, ich habe die Reihenfolge verstanden. Als erstes muss er den Fisch killen. Jetzt friss doch. Oh, wait. Dein Fisch wird nur zur Münze, der wird so nicht gekillt.
wollte noch nicht. Achso, doch, das geht. Das geht, das geht. Okay. So. Jetzt lasse ich diesen Screen hier nicht mehr aus dem Auge. Ich hoffe, der Fisch kommt nicht wieder, wenn ich jetzt hier ein Stückchen rüberlaufe. Ich muss ihm nu. F. Okay. Ich wollte gerade sagen, ich muss ihm nur noch die andere Schelle ins Gesicht drücken. Das ist jetzt eine Sprite-Geschichte hier. Ich muss erst das Feuer losschicken. Geht das? Gleichzeitig muss er dann... Oh. Na, wenn ich hier stehe und der Fisch wird getroffen, ist alles gut. Gleichzeitig muss die Shell dann da unten hier in den, an den Non-Off ran springen. Uff. Okay. Ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher, ob ich es geht. Wait, ist es eigentlich hier deaktiviert? Oh mein Gott! Oh mein Gott, die haben den Indikator irgendwie eingebaut, dass wenn man dupliziert. Was hier natürlich Cheating wäre, aber... Wow! Duplizieren führt zum Warp. Was zur Hölle? Das ist ja großartig. Okay. Okay, cool. Ja gut. Ja gut, ne? Dann nicht. War ja nur eine Frage. Huch. Das ist passiert. Ja, das muss schneller gehen. Irgendwie so. Ich glaube, das muss schneller gehen. Irgendwie so muss das funktionieren. Ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher, ob ich hier mit allen Annahmen richtig liege. Dann bin ich da wieder zu langsam. Ich glaube aber, ich hab's jetzt. Aber da ich es noch nicht hundertprozentig sicher weiß, ist es für mich noch nichts, wo ich sage, ich lade jetzt den State, weil es kann ja sein, dass ich falsch liege. Ich bin viel zu langsam. Na, aber jetzt mal zum Test, wenn es der Fisch weg wäre. Ja, das funktioniert dann also. Das funktioniert dann. Aber der Fisch muss halt noch weg. Wait. Ah, okay. Das sind entsprechende Blöcke, die das verhindern, was ich mir gerade gedacht habe. Das wäre auch komisch gewesen, wenn sie daran nicht denken würden. Das Einzige, was ich jetzt noch hinkriegen muss, ist, dass er die grüne Shell isst, direkt nachdem er die rote ausgespuckt hat. Das ist alles. Weil sonst, ne, sonst passiert genau das. Ja, das muss doch gehen. Ah, ich kann die andere Taste verwenden.
Ich habe zwei Tasten, die Yoshi auslösen. Stimmt. Perfekt. Das war es komplett. Vielleicht nicht so. Aber auch nettes Timing. Nur nicht, was ich wollte. Mann! Das war vom Timing her eigentlich, was ich wollte. Ich konnte mir jetzt nicht sehen, ob es funktioniert, weil ich leider gegen die Decke gesprungen bin. Gibt's doch nicht. Aber das Feuer erwischt den Fisch nicht. Das ist noch nicht das, was es sein soll. Entweder ich war einfach zu langsam und es geht so und ist aber einfach sauknapp. Oder es geht einfacher und ich sehe es noch nicht. So treffe ich den Fisch, aber sobald ich den jetzt wieder offscreene, und das wird ja passieren automatisch, sobald ich da hinlaufe, wie weit darf ich laufen? Scrollen ist aus, ne? Also ich kann es nicht verhindern. Kann Yoshi von hier die Shell bekommen? So nicht. Und jetzt hat sich es bewegt. Und ich kann es nicht verhindern, dass es sich bewegt, oder? Oder kann ich das verhindern? Indem man so kleine Sprünge macht, wie man das aus anderen Hacks kennt. Dann dreht man sich und dann ist alles vorbei. Ich probiere es jetzt mal mit States. Einfach nur... Ich komme nicht nah genug an Yoshi ran. Das geht nicht. Nee. Also das ist es nicht. Das ist es noch nicht. Ich bin wahrscheinlich einfach zu slow. Ich kann Yoshi hier auch nicht anders... Ich kann nichts anders mit Yoshi machen. Keine Chance. Er kann auch nicht beide Shells gleichzeitig essen und eine speichern. Das ist alles Quatsch. Ich muss es einfach schnell genug schaffen. Ich denke, das ist alles. Aber selbst wenn er jetzt die Shell geschluckt hätte, der Fisch ist nicht weg. Ich war zu langsam. Jetzt teste ich erstmal das. So. Schaut euch das an. Selbst jetzt, wo ich keine Shell dabei hatte, war ich zu langsam. Dann muss es irgendwie anders gehen, das auszulösen, das Feuer. So ja, aber jetzt habe ich ja die Shell nicht in ihn reingedrückt. Nachher. Wie mache ich das denn? Und die Shell, die grüne, wenn ich die unten anstupse. Das löst ja von selbst nichts aus. Und die würde ja hier wahrscheinlich, wenn ich hier hin und her zieht. Ich nehme an, die screen ich off. Na, hier kommt es jetzt wieder, klar. Aber wenn ich jetzt Yoshi noch den... Oh, Moment.
Kann ich das mal probieren? Zu langsam. Das mache ich jetzt mal mit States. Sorry. Nee, ich muss ja. Ich muss ja Schneckdruck an den Off rankommen. Das ist ja das Ding. Kommt der jetzt noch? Nein. Jetzt hat es den Block gerade ausgelöst. Ah, Mist. Okay. Nee, das passt. Der State passt nicht. Okay, ich bring mich nochmal um. Das ist Quatsch. Irgendwie habe ich das Setup verhauen. Irgendwie habe ich das Setup verhauen. Okay. Yoshi, ist das? Danke. Oh, das war nicht, was ich wollte. Ach so. Ja, so. Wait, jetzt habe ich. Once again. Hey. Ich bin in allen Situationen zu langsam. Jetzt habe ich weder den Fisch noch das. Oh, das gibt's doch nicht. Ich bin in allen. Nee, es ist. What? Ich habe das vorher sogar noch gesehen. Wieso hat das jetzt nicht funktioniert? Alter, okay, das ist es jetzt aber. Vielleicht nochmal ein Timing. Nochmal das Timing nochmal ein bisschen verändern. So kommt die Shell nicht. Vielleicht jetzt. Nee, so kommt die Shell auch nicht zurück. Ich krieg den Fisch nicht. Das ist niemals so gedacht, wie ich das aktuell mache. Oh, jetzt ist der Block wieder am. Jetzt ist der Block wieder kacke. Es ist doch. Und da bleibt überall. Oh, ich. Da bleibt überall hängen. Was ein Mist. Wie geht das? Ich meine, jetzt bin ich ja schon wieder dazu zurückgewechselt, Safe States zu nutzen, weil ich raff's einfach nicht. Ja, genau so ist das gedacht. So, alles, was ich mir denken kann, ist einfach zu knapp. Thank you.
Und dann dauert es halt auch noch 3 Jahre, bis ich da endlich... Ich komme in diese Röhre nicht rein von unten. Oh, Bruder. Wie? Ich habe halt das Gefühl, ich habe es noch nicht verstanden, wie es geht. Oh, wenn ich direkt springe. Vielleicht geht das. Oh, das ist aber... Okay, wenn ich jetzt, wenn es jetzt noch im Mund gehabt hätte. Zurück, wenn der Fisch schon tot ist, oder? Doch. Okay. Dann Kommando zurück. Okay, dann haben wir es jetzt. Oh, was ein Quatsch. War das disintended oder habe ich es jetzt gebreakt? Ich habe keine Ahnung. Oh mein Gott. Wir machen im nächsten Part weiter, weil das Level ist noch ein Stück. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.